Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf deine Weise. Ich bin da der Wachleiter während der Zeit der Festspiele und habe halt hier ein bisschen den Überblick über das Ganze. Ich bin schon sehr lange da, kenne die Leute, weiß, wie ich mit wem umzugehen muss, auch aus hohem Hause. Und das ist halt ein bisschen unabdingbar, wenn man da am Hügel ist. Da gehen die Uhren oftmals anders. Ne? Also während der Premiere, da gehört ja dazu der Personenschutz, der Objektschutz unserer prominenten Gäste. Und all diese Dinge. Dann haben wir einen ganzen Zug da von der Bereitschaftspolizei, die die Absperrungen hier vornehmen. Denn wir haben sehr viele Schaulustige hier, die teilweise mit Leitern anrücken, um entsprechend ihre Stars zu sehen. Ja gut, es wird kommen natürlich vorneweg die Frau Bundeskanzlerin mit Mitgliedern aus ihrem Kabinett, fast die gesamte bayerische Staatsregierung. Ja, und dann natürlich Show. Es ist wieder spannend hier auf der Festspielhalle. Ich meine, wir haben da schon Leute gehabt, die sind nackt vorm Festspielhaus rumgerannt, zum Beispiel. Halt einfach, um auf sich aufmerksam zu machen. Ne? Früher war das ja auch ein Fundamt hier. Also haben die Leute alles gebracht, das sie irgendwo gefunden haben. Leider ist die Abgabefreudigkeit von verlorenen Dingen nicht mehr so groß wie früher. Das wandert meist in die eigene Tasche. Wir haben einmal ein Armband hier gefunden, das war 30.000 D-Mark damals noch wert. Besonders großer Aufhänger sind natürlich diese zwei Zahnreihen, die offensichtlich jemand vor lauter Beifallrufen verloren hat und die dann wirklich im Zuschauerraum gefunden worden sind. Der Schuhlöffel gehört Karajan. Mit dem hat er sich seine Schuhe angezogen. Und all die anderen Dinge sind halt so im Laufe der Zeit einmal liegen geblieben. So, schon bin ich der Herr Wachmeister. Da hinten, dass ich mal wieder da sind. Aber das ist schön, ich sitze schon weiter da. Okay, ich habe schon gesehen, dass ich da bin. Nein, ja. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Ja. Kommt auf die Aufführung dran. Und gestern war es 12 Uhr, heute war es halb 12 Uhr. Ja, bitte. Also, wir haben da unten ja ein Schild stehen. Und Sie haben sicher gesehen, dass Sie hier nicht hochfahren dürfen. Ach du Scheiße, ich hab nichts gesehen. Sie wissen es freilich, dass es dieses Schild gibt, weil unsere Fremdführer die Leute immer da hochjagen und der Busfahrer ist dann der Dumme. Ich habe mir gedacht, Mensch, ich zeige Ihnen jetzt ein paar Tage vor dem Festspiel, zeige Ihnen nur das Haus. Ich werde mir das merken. Ich werde Ihnen den Kopf nicht abreißen, da brauchen Sie keine Angst haben. Ne? Aber es bitte, tut mir leid. Ja. Das nächste Mal schauen Sie bitte drauf. Mach ich. Ja? Und jetzt drehen Sie noch eine Runde, damit Ihre Leute das Festspiel auch Haus auch in allen Facetten sehen können. Dankeschön. Okay. Okay. Tschüss. Dankeschön. Aber ansonsten ist es irgendwo oberen Veranstaltung wie sonst auch auf der Welt. Nur dass es halt eine gewisse Einmaligkeit besitzt, weil es halt bloß 6 Wochen im Jahr stattfindet.